Ja, und Budapest, weiß ich nicht, ich mag nicht die ungarische Politik. Ich habe sehr viel Schlimmes in Budapest erlebt. Aber muss ich zugeben, zum Beispiel der Budapester Parlament, und den gibt es in der ganzen Welt nicht. Das ist hier. In Washington überhaupt nicht schön. Aber in Budapest ist es hervorragend. Ja, und dann in Wien fühlte ich eine Freiheit. Erste Mal ein Eindruck von Freiheit. Und wenn Sie schnell meine Antwort hören wollen, dann wir kamen nach Marl, der Philharmonie Ungarica, wir haben Konzerte gemacht in einem Theater. Das Publikum war nicht gut, weil sie haben daran gewöhnt, diese chemische Werke hat ein Orchester gehabt und jetzt glauben sie, dass es ein ähnliches Niveau werden sie erleben. Und sie haben auch nicht weiter gesagt, was sie gehört haben. Und dann die Journalisten, waren einige Journalisten da, auswärtige Journalisten. Ich glaube, der Frankfurter Allgemeine und die Welt und. Und dann den nächsten Konzerte kamen Leute, die auch wirklich Ahnung gehabt haben von Musik. Wir haben ja, und dann war hier, ja.